herzlich willkommen zum Aftermatch-Talk nach der Partie gegen den FC Ingolstadt 04 aus dem Jahnstadion. Bei mir ist der Lukas, ich bin der Robert, habe die Ehre. Hallo Robert, hallo liebe Jahn-Fans auch von mir. Ja, nehmen wir das Fazit von weg, oder? Durchwachsene Leistung auf dem Feld und auf den Rängen. Man muss, glaube ich, das zu Beginn besprechen, dass es einen Stimmungsboykott gab, einen spontanen Stimmungsboykott. Anscheinend gab es vor dem Spiel oder ja vor dem Anpfiff Polizeimaßnahmen gegen einzelne Leute aus der Fanszene. Und dann hat man sich wohl spontan entschieden, die komplette erste Halbzeit nicht zu supporten. Und das finde ich schon ein harter Tobak, weiß ich nicht, man kann das auch mit 15 Minuten hätte, glaube ich, jeder Verständnis für gehabt. Mir fehlt ein Stück weit Verständnis, Solidarität, schön und gut. Ja, wir sind auch in Fürth rausgegangen, und um uns der Polizei zu stellen, um Solidarität zu zeigen. Aber heute bei so einem wichtigen Spiel, man hat gemerkt, die Mannschaft hätte den Support auch gebraucht, den Support einzustellen wegen Einzelinteressen. Da sagt man immer, der Verein steht über einzelne Personen, dann tut man für sich diesen Maßstab nicht selber anlegen, finde ich schwierig heute. Ja, muss man schauen, ob es da nicht Leinbruch auch gibt, weil am Ende gab es auch Pfiffe gegen die Ultras von S1 und S3. Das wird sie ihnen vielleicht nicht jucken. Auf der West, muss ich sagen, war es natürlich, also haben auch viele das nicht verstanden. Schwierig. Die Kritik will ich anbringen. Ich weiß nicht, wie man es besser hätte machen können. Ich verstehe auch, dass sie da ein Zeichen setzen wollen, aber eine komplette erste Halbzeit war drüber aus meiner Sicht. Wie hast du die erste Halbzeit spielerisch erlebt? Lass mich ganz kurz noch auf den Punkt schnell eingehen. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, natürlich, dass stimmungstechnisch was gefehlt hat, und jeder, glaube ich, der schon mal im Jahnstadion war, weiß, welche Kraft und welche Energie und welche Positivität da auch von der Hans-Jakob-Tribüne im Speziellen dann auch aufs Spielfeld kommt und auch natürlich auf die Mannschaft übergehen kann. Ich kann tatsächlich zu diesem Vorgang jetzt gar nicht so viel sagen, oder also ich kann dazu nichts sagen, und ich möchte ehrlicherweise dazu gar nichts sagen, weil ich einfach nicht in diesem Thema drin bin und wirklich nur mutmaßen würde, und das, glaube ich, würde der Situation nicht gerecht werden. Drum kann ich da nichts dazu sagen. Ich hoffe einfach nur, klar, das haben wir dann am Ende wie jeder im Stadion gesehen, dass es da auch von der Hans-Jakob-Tribüne selber Unstimmigkeiten gab. Ich hoffe, dass da heute alle mal sich beruhigen und dann in den Folgetagen, dass das einfach dann dass man sich wieder zusammenrauft und dass es wieder besser wird. Ich glaube, das schaffen wir aber auch und hilft natürlich auch letztendlich der Mannschaft. Aber wie gesagt, ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich nicht in der Thematik das Wissen habe. Ja, dann belassen wir es dabei. Spielerisch, ich weiß es nicht, war so ein bisschen offener Schlagabtausch, ohne große Chancen. Die erste Chance, die mich erinnern kann, war so ein cooler Ball von Kota, wie er relativ frei vorm Tor stand, hat aber nicht geschafft, den zu schlenzen, den wollte er wahrscheinlich ins lange Eck schlenzen, und dann ist er verhungert, und dann kam lange nichts, weiß ich nicht, also immer mal hin und her, also ich habe kein Spiel bestimmende Mannschaft gesehen, beide Seiten bemüht, aber nicht zwingend, und dann kam aus dem Nichts, wir sind dann schon in der 37. Minute, das Tor für Ingolstadt, wo wir es wieder so ein bisschen selbst aufgelegt haben. Ich glaube, Geipel hat ihn rausgeköpft, zu lasch. Und eine direkte Vorlage, dann Volley aufs Tor, sondern ich glaube, er konnte ihn sogar noch kurz annehmen, aufs lange Eck. Und ich muss sagen, ein Prime Gebhardt hätte den gehalten, sah haltbar aus, hat 20 Meter Zeit, sich das Eck auszusuchen. Natürlich auch blöd für Torwart, der ist ja direkt am Pfosten reingegangen. Gebhardt war, glaube ich, schon drin, die Finger umgeknickt, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber wie gesagt, ein 100% fitter Gebhardt hätte den gehabt, und dann wären wir zumindest mit 0-0 in die Halbzeit gegangen. So sind wir still in die Halbzeit 1-0 gegangen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es in der zweiten Halbzeit oder in der ersten Halbzeit, wo Salah sich so aufgeregt hat über den Schiedsrichterpfiff, so ein bisschen die Disziplin verloren. Zweite Halbzeit, glaub, zeigst du mir an. Das war so eine bezeichnete Szene für das Spiel. Jeder hadert so mit sich, wenn selbst Salah jetzt die Geduld verliert. Aber er hat sich dann relativ schnell wieder gefangen. Ja, er hat sich relativ schnell wieder gefangen. Muss jetzt tatsächlich auch nochmal überlegen, ob danach das Tor gefallen ist oder davor. Nee, das war danach. Danach, genau. Ja, du hast, glaube ich, ganz vieles richtig gesagt. Es sprang immer so hin und her. Ich nenne es mal dieses berühmte Momentum, was heute omnipräsent war, dass dieses Spiel
in keiner Richtung, in keiner Weise einen Fluss gefunden hat. Weder auf Ingolstädter Seite noch auf Regensburger Seite. Es war auch wirklich ganz komisch. Es war unglaublich viele Ungenauigkeiten im Spielaufbau, in der Ballannahme. Der Andi Lautenschlager, der heute mitkommentiert hat, hat es auch einmal beschrieben. Pässe über 2-3 Meter kommen nicht an. Ich weiß es nicht. Also um Gottes Willen, ich will das nicht schlecht reden. Und ja, wir haben jetzt einen Punkt geholt, nach Rückstand auch. Aber wie es der Andi auch gesagt hat, da will ich ihm gar nicht vorgreifen. Für eine Aufstiegsmannschaft, sage ich mal, gegen eine Ingolstädter Mannschaft, die auf Platz 11 irgendwo mit Verlaub rumgurkt, hätte dann eigentlich mehr kommen müssen. Das ja, ist richtig. Vollkommen. Die Ingolstädter waren heute auch nicht unschlagbar. Viele Chancen haben wir ihnen selbst eingeleitet. Und wir hatten die Dinger. Also der Kicker zeigt zwar keine großen Chancen an, weil die sind immer so rot markiert, aber ich kann mich an 3er-Situationen oder 2 Situationen in der zweiten Halbzeit erinnern, wo Kota eigentlich allein aufs Tor zulaufen kann, aber ich weiß nicht, im Platz versinkt oder ja, auf jeden Fall so viel Geschwindigkeit verliert. Entweder ist er wirklich so langsam oder ich kann es mir nicht erklären, aber er hatte oft auch mal 2 Meter Vorsprung und schafft es nicht, den bis in 16er ja, reinzutragen. Also da muss er wirklich noch an seiner Geschwindigkeit und Ballführung arbeiten, weil ich meine, wir wissen ja, dass er es kann und dass er zu solch, also ich meine, als es gelaufen ist, hat er Sachen gemacht, Tore geschossen aus spitzen Winkeln und so, und jetzt schafft er es nicht mal im 1 gegen 1 den Torwart auszuspielen. Ja, ja, vielleicht. Und das ärgert mich so ein bisschen, weil das sind halt dann diese Dinger, die dieses Spiel umdrehen. Also nachdem Salah eben dieses Tor dann in der 77. geschossen hat, wo wir auch noch nicht drauf eingegangen sind, also wirklich geiles Jahrhunderttor in den Winkel, den ganzen Frust hat er sich da rausgeballert, also Chapeau, Bene. Da hat man kurz gedacht, jetzt geht noch was. Ja, 10 Minuten haben wir dann nochmal Gas gegeben. Die Ingolstädter haben es klug leider gemacht, indem sie sich ständig auf dem Boden wälzen lagen und viel Zeit rausgenommen. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht über die 5 Minuten Nachspielzeit, weil ich kann mich gegen Heidenheim erinnern, da haben wir einfach so lange gespielt, bis Heidenheim aufgestiegen ist. deswegen hatte so, also zu 90. Minute hatte ich schon noch das Gefühl, wir können das noch drehen, weil wir hatten davor eine Drangphase, das waren vielleicht unsere besten 7 Minuten oder so. Also so zwischen der 82. bis zur 89. oder sowas. Ich glaube, ich habe auf die Uhr geguckt. Ja, aber die Halbzeit, da hat man dann schon gemerkt, dass jetzt sind die Körner raus, komisch, also bei der Nachspielzeit, jetzt sind die Körner raus und da muss man schon fast froh sein, weil dann hat er auf einmal die letzten 2 Minuten hat Ingolstadt die ganze Zeit Standards vor unserem Tor gehabt. Und da gab es ja auch noch diese eine komische Chance, wo Gebhardt da 3-mal nachfassen muss. Und, stimmt, ja. Stimmt, du hast recht. Also unterm Strich schon verdientes 1-1, aber ein absolut unnötiges 1, ein absolut unnötiger Punktverlust. Wir tun uns so schwer in dieser Phase. Du musst aber eigentlich Ingolstadt sorry schlagen, wenn du noch irgendwas da oben mitreden willst. Die Konkurrenz punktet. Jetzt wird ein schweres Auswärtsspiel gegen Lübeck vor der Tür stehen. Riesenanreise, schwere Füße und dann die direkten Duelle. Also jetzt sollten wir uns echt langsam mal an der Nase fassen und uns überlegen, wollen wir aufsteigen oder wollen wir einfach nur die Saison rumbringen. Ja? Und wenn wir aufsteigen wollen, dann muss überall noch eine Schippe drauf, bei den Spielern, bei den Fans. So kann man sich nicht präsentieren, wenn man aufsteigen will, sorry. Da war ganz viel drin. Dieses ominöse ich nenne es Aufstiegsgespenst. Ja. Normalerweise redet man ja vom Abstiegsgespenst, aber vielleicht reden wir auch mal vom Aufstiegsgespenst. Ja, also faktisch im Moment das, was wir auf dem Platz lassen, ist zu wenig. Da werden uns die Konkurrenten einholen, beziehungsweise mit Dresden hat es ja auch schon ein Konkurrent. Aber ja, klar, wir müssen jetzt nach unten blicken, so blöd das jetzt auf Platz 2 klingt, aber wir haben da 3-4 Mannschaften wirklich im Knack, wie man in Bayern sagt, und ja, jetzt müssen wir erstmal abwarten, was da morgen passiert, aber du hast schon recht, also wir müssen uns da fangen, gerade jetzt auch in den nächsten Spielen, weil, wie du sagst, die direkten Gegner und die direkten Brocken, die kommen ja noch, und spätestens da entscheidet sich's. Darauf jetzt ankommen. Vielleicht noch ganz kurz ein, zwei Worte zu Kota. Ich sehe das genauso wie du. Ist vielleicht im Moment in Anführungszeichen so ein Sinnbild für die spielerische Situation.
Ich habe aber heute das Gefühl gehabt, auch während der Übertragung, dass er ganz oft irgendwie weggerutscht ist. Also vielleicht, so blöd es klingt, hat er vielleicht ein falsches Schuhwerk gehabt. Wir sitzen ja hier jetzt gerade noch mittlerweile im fast leeren Stadion. Rasen ist auch nicht mehr der beste, muss man echt sagen. Die Außenbahn, das sieht schon bitter aus. Ja, auch wenn natürlich das Greenkeeper-Team da immer alles versucht. Ja. Ja, vielleicht sind das alles, blöd gesagt, alles so kleine Mosaiksteine, die im Moment halt zusammenspielen und so wie es in der Hinrunde alles für uns gestimmt hat, so stimmen halt jetzt vielleicht manche Punkte und wenn es nur Kleinigkeiten sind, stimmen halt im Moment nicht zusammen. Das heißt nicht, dass es nicht wieder so werden kann, aber im Moment ist halt einfach mal die Situation so. Ich sehe das aber auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, weiß ich nicht, ob man das realistisch nennen kann, aber wir wussten ja, dass irgendwann mal nach dieser nüchtern ist vielleicht ein gutes Wort, weil wir haben ja gewusst in der Hinrunde, dass irgendwann mal so eine Delle kommen wird. Die haben wir jetzt schon seit 4 Spielen, nehmen wir das vielleicht noch mit rein, weiß ich nicht, können wir so halb mit reinnehmen. Ja, wir wussten, dass das kommt. Ja, wir wussten, dass es kommt. Ich will trotzdem aufsteigen, wenn du 12 Punkte zwischenzeitlich mal Vorsprung hattest. Ja, mir egal, ob es Glück oder irgendwas war, das muss man übers Ziel retten. Sorry, Leute. Und ich verzeihe euch auch, wenn ihr nicht aufsteigt, aber wenn ihr es nicht versucht. Und ich habe heute viel Versuch gesehen, also den Kampf möchte ich euch auf gar keinen Fall absprechen. Das stimmt. Sie haben es wirklich versucht. Gekämpft, haben sie auf jeden Fall. Das möchte ich wirklich nicht absprechen. Aber ich will trotzdem jetzt diese Chance wahrhaben und man muss jetzt halt einfach in diese Position kommen, dass man wieder selbstbewusst auftritt, wenn es jetzt da gegen Ulm und Dresden geht. Man kann auch gegen die gewinnen und dann bist du ja quasi durch. Ja, und, also man kann auf jeden Fall gegen die gewinnen. Ja. Und heute hat man leichte Verbesserungen zu Mannheim gesehen und gegen Lübeck nochmal eine Schippe drauflegen, vielleicht auch mal den Selbstbewusstsein holen, eben wieder mit 3 Punkte. Aber es muss mehr kommen, das will ich einfach nur sagen. Es muss mehr kommen, ich will, dass da mehr kommt. Und wir haben keine englischen Wochen und nichts mehr. Da kann man sich 90 Minuten auspowern und dann 5 Tage in die Eistonne legen. Ist mir scheißegal, das will ich sehen. Habe ich heute auch teilweise gesehen im Kampf. Am Kampf lag es, wie gesagt, nicht. Aber da muss da noch ein Schippe Konzentriertheit mit drauf. Das fehlt gerade im Moment, glaube ich. Und ich habe auch kein Geheimpatent oder irgendwas, sondern ich will einfach nur meinen Frust so ein bisschen auch rauslassen. Weil, ja, das ist halt einfach unnötig. Heute jetzt gewinnen können, nicht müssen, aber du hast dir das Leben 10-mal schwer gemacht und ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch ein bisschen hilflos, weil ich kann jetzt nicht die Leichtigkeit reinquatschen, weil ich bin ja selber verkrampft. Nee, alles gut. Das musst du auch nicht. Ich glaube, die Schlüsselfrage ist jetzt, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das weiß aber Joe Ennox und weiß auch das Trainerteam. Sagt man jetzt, okay, Mist, wir haben 2 Punkte verloren im Aufstiegsrennen, oder sagt man, hey, wir sind in einer schwierigen Partie nach 0-1 Rückstand noch zurückgekommen. Und ich glaube, wenn man den zweiten Ansatz wählt, und das werden sie sicherlich auch tun, dann ist der in meinem laienhaften Trainerverständnis sicherlich erfolgsversprechender. Damit wollen wir es belassen. Sehr unübersichtlich im Moment, weil die Kugel hektisch hin und her geschoben wird von den Ingolstädtern. Die versuchen sich da natürlich irgendwie einen Weg zu bahnen oder zu finden, aber in dem Moment, sage ich es, geht Salah da durch, lässt da 2 aussteigen, jetzt über die linke Seite, feed über Kota und der ist wieder zu weit. Oh, wieder einen Meter zu weit, Andi. Das ist so schade, das ist wirklich so schade, weil das war genau der Pass, den du brauchst, der Steckpass durch die gegnerische Abwehrreihe und dann wäre Kota allein vor Funk aufgetaucht, aber er ist wieder, ja, eben den Ticken zu unsauber gespielt und das zieht sich jetzt seit 20 Minuten so durch. Das ist wirklich, wirklich schade, denn wir haben ja jetzt auch einige Spiele lang trotzdem irgendwie die Kreativität vermissen lassen, die ist heute da, aber wir müssen unbedingt noch ein bisschen genauer werden in unseren Aktionen. Vorsicht, zweiter Ball immer noch, Feed wunderbar gemacht. Auf Salah raus. Oh. Ah, und da wieder ein Ingolstädter Bein dazwischen. Vorsicht. Und jetzt schwärmen sie wieder aus. Der Ball kommt weit. Auf die linke Seite etwas ungenau gespielt. Regensburger werden jetzt dann eigentlich in der Überzahl da hinten. Vorsicht. Abschluss kommt. Ah, weg damit. Zweiter Ball immer noch bei den Ingolstädtern. Vorsicht. Flacher Schuss und drin ist er. Ja, das war ein gut vorgetragener Angriff. Dann hat man es geschafft, Yannick Mause, den besten Torschützen, abzublocken. Dann wird man aber völlig überhastet und unsauber spielt man dann den geretteten Ball hinaus und da steht dann ein Ingolstädter an der Strafraumkante, 5-6 Meter vor der Strafraumkante, nimmt Maß, haut das Ding ins lange, oder nicht ins lange Eck, aber haut ihn halt schön flach ins Eck. Ja, und dann steht es hier 0-1 nach 37 Minuten.
Und das ist bitter, denn Ingolstadt, gerade haben wir es auch noch analysiert gehabt, hat bis dato noch weniger eigentlich aufs Grün gebracht wie unsere Elf in einem sowieso schon chancenarmen Spiel, aber ja, so schnell geht's. Ball wieder im Spiel, wieder die Ingolstädter. Vorsicht über die rechte Seite. Da ist jetzt viel Platz. Eine Minute gibt es Nachspielzeit. Da müssen wir uns jetzt halt gucken, dass wir irgendwie in die Pause geraten. Vorsicht über die linke Seite, da gibt es einen Foul. Ja, Joe Enoch sagt schon, nein, nein. Wir müssen aber aufpassen. Vorsicht, Schuss über die zentrale Position. Oh, und das war richtig knapp. Da kommt nochmal ein Ingolstädter an den Ball. Und dann haut der über den Kasten. Mensch, 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 Mensch. Wahnsinn. Allgemein jetzt sehr viel Unruhe auch im Stadion. Auf der Trainerbank passiert irgendwas. Grundsätzlich Pfiffe von den Rängen. Dann diese Riesenchance jetzt nochmal für die Ingolstädter. Mensch, Andi, jetzt wird es Zeit, dass endlich Halbzeit ist. Konrad Faber mit dem Ball auf der rechten Seite. Feed verlängert da auf Ganaus. Wird da klar gehalten. Kein Foul. Spieler drüber. Wieder Schönfelder. Ball kommt auf Kota. Der jetzt allein im 16er, jetzt müsste er schießen. Ah, Funk ist da, zweiter Ball und der verspringt. Jetzt hat vielleicht nochmal über, das war Salah, nochmal Kota. Kriegt er denn noch irgendwie? Nee, Ingolstadt mit dem Ball und jetzt spielen sie ihn raus. Das war eine riesen Chance. Kota alleine auf Funk, aber der pariert stark, der Gästekeeper. Nach wie vor 1-0, 51 Minuten durch. Jetzt hat weiter Ball auf Ganaus, kann er sich da durchsetzen gegen zwei. Das ist nicht ganz einfach, jetzt kommt ihm Schönfelder zu Hilfe. Ja, ist schon im 16er, spielt ihn nochmal raus, aber der ist fast ein bisschen zu kurz. Ja, aber da ist Faber und der hat jetzt ein bisschen Platz, bringt ihn rein. Da ist Salah! Schade. Nimmt ihn direkt. Gut gemacht, aber dann doch ein bisschen am Tor vorbei. Aber die erste, ich sage jetzt mal, ja, nennenswerte Chance in der zweiten Halbzeit für die Jahn-Elf nachgespielten. Jetzt genau 57 Minuten. Mit Vorsicht, Eckball, boah, da ist Gebhardt da, Riesenchance für die Ingolstädter. Da muss er hin und da war er da, Gott sei Dank. Aber es gibt nochmal Eckball, die dritte Ecke für die Ingolstädter und auch direkt vor den Gästefans. Da sind auch zwei, drei Oberkörper frei dabei, während ich hier mit der Winterjacke stehe. Wahnsinn. Schauen wir schnell auf die Hans-Jakob-Tribüne. Sehe ich jetzt keinen Oberkörper frei, aber das heißt überhaupt nichts. Ist jetzt auch nicht wichtig, sondern der Eckball, der jetzt gleich hereinkommen wird. Dritte Ecke für die Ingolstädter, nach wie vor 0-1 aus Regensburger Sicht. Ball kommt herein, Vorsicht, direkt in die Mitte gezogen. Ah, da kann ein Regensburger Kopf klären. Ich glaube, es war Hut sogar. Und die Ingolstädter bauen jetzt neu auf über Funk. Über den Gästekeeper, schlagen ihn jetzt wieder weit auf Ballas. Vorsicht. Und der probiert es und der war gar nicht mal so schlecht, Andi. Das war eine super Wahnsinn. Möglichkeit, ja, also richtig stark. Da haben wir uns aber geklärt. Ballas köpft da genau dem Ingolstädter vor den Fuß und der fackelt da halt nicht lange. Der zieht ab. Gebhardt stand weit vor seinem Kasten, den hätte er im Leben nicht gehalten. Aber glücklicherweise geht er knapp neben das Gebälk. Also da können wir durchatmen. Zweite große Gelegenheit für Ingolstadt innerhalb der letzten zwei Minuten. Aber nächste Ecke für die Regensburger. Die sammeln hier jetzt Ecken. Sechste Ecke schon im Spiel. Wieder von der linken Seite. Direkt vorm ebenfalls sehr gut gefüllten Jahn-Familienblock. Kurze Ecke. Wieder gespielt. Weiter. Ah, nochmal. Salah hat jetzt Platz. Komm, probier's. Schuss! Ein affengeiles Tor von Beni Salah, der knallt das Ding quasi ins Dreieck von der Kante aus. Meine Herren, ist das ein geiles Ding von Beni Salah. Und genau dieses Tor wollte er. Da nimmt er sich raus, schaut nochmal kurz, blickt nach oben und dann geht's auf. Und der Ball in einem Strahl oben rechts ins Eck. Tor des Monats würdig. Und jetzt steht es 1-1. Und jetzt muss Ingolstadt erst auch mal wieder hochfahren in diese Partie. Und wir haben ja noch eine gute Viertelstunde. Also 1-1, alles wieder offen hier in diesem Donau-Derby. 1-1 durch Benedikt Salah. Unbedingt anschauen, dieses Tor. Das hat es auf jeden Fall verdient. Und jetzt haben wir ein ganz neues Momentum.